Hört vor halb vier, also 15:30 ungefähr, ja, Massa Marittima erreicht. Das war jetzt nochmal ein schöner Anstieg darauf, aber wir waren echt skeptisch heute. Also 1000 Höhenmeter waren angegeben für die Tour heute, rauf und runter. Aber wir haben uns, wie heißt das, Kiostina haben wir uns gespart. Das heißt, das ist blöd natürlich, wenn du in Komoot, wenn du digital planst. Natürlich schaue ich jetzt nicht die Höhenlinien genau an. Und wenn du dann vor dem Objekt stehst, da bin ich also dann ganz pragmatisch, haben wir gesehen, ui, da ging es jetzt 300 Höhenmeter hinauf nach Kiostino. Haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Und sind lieber 3 Kilometer etwas weiter gefahren, dann eben an San Galgano vorbeigefahren. Und jetzt sind wir hier. Und was super war, wir haben wahnsinnig viel Rückenwind gehabt. Und, was Simone bezweifelt, ich aber sage, das stimmt so, wir sind halt jetzt auch gut im Training. Also jetzt haben wir entspannt unsere 66 Kilometer gefahren und nachmittags um 15.30 Uhr schon da. Schön ist es hier. Cappuccino-Time. Nein, nichts Cappuccino, aber halt was Kühles. Irgendwie, was man jetzt hier jetzt nicht sieht, ist, das liegt auf so einem Hügel und in diese Richtung ist das Mare und da ist halt nichts mehr. Da schaut man also einfach frankfrei 20, 30, 40 Kilometer in die Natur. Vielleicht schickt man dann noch das eine oder andere Bild, aber das kann es mit der Kamera schwierig einfangen. Jetzt sind wir da und wir freuen uns.